Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline 2. Weiter geht's mit der kleinen Citybau hier. Und wir schauen mal, ob es inzwischen ein bisschen besser geworden ist hier. Und ich würde sagen, nein. Auf gar keinen Fall. Also wir haben hier wieder dieses Problem, was man aus den alten Varianten auch schon kennt. Ich baue zwar jetzt auch nicht wirklich gut, das weiß ich, aber diese Straßenprobleme und Verkehrsprobleme hatte dieses Game ja schon immer. Manchmal passieren auch hier ganz komische Sachen wie das hier. Warum laufen hier Personen über die Autobahn? Tja. Das ist halt genau dieses Problem, was man hier haben. Tja. Da weiß ich oft nicht so, wie, okay, was soll ich da jetzt machen? Also, wir haben hier auf jeden Fall Stauprobleme, alles gut. Aber ja. Aber was wir machen. Wir hatten hier die Straßenbahn. Die Straßenbahn fährt ja auch unten. Ich weiß gar nicht, wie gut die fährt. Gucken wir doch mal ganz kurz. Ich glaube gar nicht so gut. 20, okay. Ich glaube, die fährt gar nicht so gut. Was macht eigentlich unser... Ja. Es wird voller, Leute. Es wird voller. Wir machen schon 40 kW. 42 kW, 38 kW. Okay, es wird schon langsam mehr. Es wird schon langsam mehr. Gut, aber das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Also, Alter, hier ist es aber auch so Katastrophe. Was ist denn? Dieser Verkehrschaos hier bringt mich halt voll auf die Palme. Innerlich. Weil wir hier halt nichts machen können aktuell. So. Ich habe mal ein bisschen was angepasst. Jetzt wird sich das Ganze halt hierhin verlagern, ne? Solange nämlich da Autos von unten fahren können. Aber geht es dadurch jetzt schneller? Das ist die Frage. Sieht auf jeden Fall schneller aus, ne? Jetzt sieht auf jeden Fall schneller aus. Also eben bei der Rückstau circa hier. Und jetzt ist er fast weg. Also scheint es jetzt zu funktionieren. Also ein paar mehr Straßen und alles ist gut, oder was? Okay. Ja. Tja. Jetzt bin ich mit am Überlegen, ob ich schon wieder irgendwo leicht neu anfange. So, warte mal, wir haben doch noch ganz viel Fläche. Gibt es hier eigentlich irgendwo eine Straßenbahn? Also, oder Zug? Was ist das hier? Das scheint Zug zu sein. Okay, ich wollte sagen, okay, dann kaufen wir das mal. Aber hier ist halt ein bisschen mager mit dem Geld gerade. Aber wir haben es erreicht. Also hier oben sind auf jeden Fall Scheunen und Züge. So, lass mal gucken. Wir haben hier eine Autobahn. Wie sieht das denn hier oben aus? Warte mal, kann ich nicht hier mal ganz kurz gucken? Luftverschmutzung? Nein. Bodenverschmutzung? Nein. Wasserverschmutzung? Nein. Natürliche Ressourcen. Wo haben wir denn hier was? Hier hätten wir Landfruchtbarkeit. Okay, also hier hätten wir Landfruchtbarkeit. Kann ich mir das noch kaufen, maybe? Nee, das da weg. Das da hin. Genau. Dann würde ich nämlich hier jetzt mal gucken, ob wir hier wirklich mal
Getreide, Obst, irgendwas aufbauen. Benötigt eine Straße. Ja, die kriegst du gleich. Das ist kein Problem. So. Ach so. Kann ich das? Wait. Okay, kann ich nicht. Okay, das kann ich auch nicht. Ja, aber das ist ja auch dämlich gemacht. Also. Okay, das ist dämlich gemacht. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Wird das überhaupt mehr? Ja, wird es. So. Das führen wir jetzt noch hier hin. Okay. Dann würde ich die jetzt einmal an die Straße anbinden. Machen wir hier so einen kleinen Landweg hin. So, bis hier hin. Klack. So. Da bauen wir das Ganze jetzt nochmal da drüber hin. Und werden auch hier ungültige Form. Ja. Danke. Danke für nichts. Asch. So. Ja, ist gut jetzt. Ja, nee, ich möchte aber. Ach, was ist denn? Gut, dann machen wir es erst in die Richtung. So. Knapp hier an die Grenze, an der Grenze entlang. Einmal. Komplett rum. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir das Stück noch mit? Ja, ne? So. Hätten wir eigentlich das Stück hier hinten auch mitnehmen können, ne? So. Warte, können wir das nochmal? So. Und so. Und hier machen wir dasselbe auch nochmal. Moment. So. Okay, ich darf den nicht. So. Blub. Und blub. Okay. Somit haben wir jetzt hier wirklich zwei riesen Felder. Was es uns bringt, weiß ich noch nicht. Bringt es uns überhaupt irgendwas? Weiß ich auch noch nicht. So, was wir noch machen werden, ist jetzt die Autobahn einmal darüber pflanzen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wo hat er denn jetzt schon wieder angehakt? So. Einmal hier hin. Das Ganze machen wir jetzt nochmal zurück. So. Perfekto. Mehr oder weniger. Sieht zwar immer noch nicht gut aus, aber ey, shit happens. So, wir machen hier nochmal ganz kurz ein Stück Erweiterung. Und werden das einmal anschließen. Okay, das ist schon angeschlossen. Jetzt bräuchten wir hier noch einmal Abwasser und Geblödel. Das hat ja super funktioniert. So. Oh, und Strom brauchen sie natürlich auch noch, ne? Strom bräuchten sie natürlich auch noch. Dann kümmern wir uns mal ganz kurz um den Strom noch. Nee, das ist falsch rum. Das da hätte ich gerne. So. Da hoch, da dran. Okay. Strom haben sie auch. Und jetzt dürften hier gleich gutes Getreide rauskommen. Frage ist halt,
Was bringt uns das? So, beide haben einen Angestellten. Also, was bringt uns das, das wir es jetzt haben? Das müssen wir noch rausfinden. Des Weiteren, wir können jetzt hier einen Zug hinbauen. Und zwar einen Güterbahnhof. So. Den würde ich tatsächlich... Okay, dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir es machen und ob wir es machen. Ich weiß halt nicht, was mit ihm jetzt hier wirklich los ist. Warum fahren die denn jetzt hier einmal rum? Meinen die, dadurch sind sie schneller auf der... Ah, okay, sie sind schneller. Verstanden. Ey, verstanden. Was passiert, wenn ich den da mache? Passiert überhaupt irgendwas? Okay. Läuft ein Stückchen besser. Nicht viel, aber es läuft ein Stückchen besser. Okay. Getreide. Check. Geld, das... aber wie mache ich denn... Okay. Wie grade ich die ab? Das wäre jetzt mal tatsächlich... Das ist ja... Das ist komisch. Das ist komisch. So, was ich hier aber noch gerne hinhaben möchte, ist tatsächlich eine Abfahrt. Jetzt gucke ich mir nochmal alle Abfahrten an mit euch und überlege, was könnte denn hier wirklich sinnig sein? Also ich würde ja schon gerne eigentlich was Kleines haben wollen. Also sowas in die Richtung. Und sowas bauen wir jetzt auch dann mal einfach nochmal hin. Hä? So, so. Und das bauen wir jetzt einfach mal hin und gucken, ob das was hilft. So. Dann dreispurig hier dran. Dreispurig dort dran. Wir graden die gleich noch ab. Dreispurig hier dran. Dreispurig dort dran. Es kann weiterlaufen. Dann machen wir das und das. Und das und das. Okay. So, das ist jetzt eine zweispurige hier, ne? Also, zweispurige, okay, alles klar. Das würde bedeuten, wir müssten die hier dann nehmen. Ne, die da. Entschuldigung. Dreispurig, aber die da. So, wir machen hier mal ganz kurz einen kleinen... Seitenflügel hin. So. Ich möchte, also, was heißt ich möchte? Ich würde halt gerne irgendwie gucken, dass das alles ein bisschen gesitteter abläuft. Ich sage es mal gesitteter. Und da bin ich jetzt immer noch nicht so ganz überzeugt von gerade. Punkt 1 ist, hier muss auf jeden Fall eine größere Straße hin. Hier. So. Also das steht schon mal fest. Weil den Plan, den ich jetzt gerade habe, ist, wir machen hier einen Block hin. So, der bis knapp da dran hält. Dann machen wir den hier wieder zurück. Okay, scheinbar dürfen wir hier nichts bauen, warum auch immer. Das finde ich schon wieder scheiße. Jetzt dürfen wir nämlich komischerweise was bauen. Man weiß es nicht. So, wir haben ja jetzt hier eine riesen Abfahrt, Auffahrt. Das ist jetzt wie viel spurig? 2,4. Und hier würde ich jetzt gerne... Jetzt kommt die Frage, wo machen wir es denn jetzt am besten hin? Machen wir es so? Und hier Kreisverkehr hin? Ich bin halt gerade am Überlegen, so wie baue ich jetzt am besten? Das ist so gerade meine...
meine Intention. Wie könnte ich das bauen, dass das denn funktioniert? Ich würde nämlich jetzt hier, wir haben ja relativ große Bedarf, ich würde jetzt hier einfach mal diesen Block da reinsetzen und gucken, was passiert. Außer, dass wir keinen Strom haben. So, warte mal, den können wir aber auch legen. Von da nach da. Hä? So, okay. Strom ist da. Ich möchte einfach nur sehen, so okay, was passiert. Also ich bin mit der Bauweise tatsächlich so gar nicht zufrieden. Also bis jetzt noch gar nicht. Egal, was ich jetzt gerade so anfange, mir gefällt es einfach nicht. Mir gefällt dieser Baustil nicht. Und das ist gerade noch, glaube ich, mein größtes Problem, was ich gerade so ein bisschen habe, ist, wie baue ich den ganzen Kram? Ja, das ist gerade, glaube ich, mein größtes Problem tatsächlich. So, wie baue ich? Was mache ich? Wo mache ich? Wie mache ich? Weshalb mache ich? Ja, also, zum Beispiel, ich würde jetzt hier gerne eigentlich am liebsten, alles klar, Moment, das kriegen wir hin, hier was überlappt denn jetzt hier bitte? Jungs, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Was kann denn jetzt hier überlappen? So, können wir jetzt? Ich geb dir gleich überlappen. Hier überlappt nichts, meine Freunde. Hier überlappt nichts. Okay, hier überlappt doch irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Och, kommt schon, Alter. Ach, dieses Spiel. Ganz ehrlich, jetzt gerade verliere ich wirklich die Lust an dem Ganzen. Weil irgendwie, ich verstehe oft nicht, was denn jetzt hier bitte. Ist das wieder das blöde Ding da unten drunter oder was? Also, das ist doch. Hallo? Okay, ist das oben? So, okay, warte mal. Darf ich jetzt bauen? So. Nein. Aha. Die kleine Stromleitung war da im Weg. Na gut. Dann nehme ich das jetzt mal so hin. So. Jetzt machen wir das noch einmal. Und zwar würde ich gerne hier ganz knapp an... Oder das ist nicht knapp, das ist drauf. So, sorry. Wir machen es nochmal neu. Ganz knapp an diesem Feld entlang. So. So. Und hier würde ich dann halt gerne Häuser hinbauen, dass die direkt so an diesem Stadtrand sind. Hier große auch von mir aus gerne, so dass die da wirklich in Massen von mir aus einziehen. Das ist mir ja egal. Ich glaube hier, oh doch, da gibt es Bauten. So, dann preisen wir das auch nochmal ganz kurz ab. Okay. Oh, jetzt haben die wieder keinen Strom mehr, alles klar. Wie kann denn das sein, dass sie keinen Strom haben? Hä? Okay. Okay, bauen wir da einfach mal ein kleines hin. Gut. So, und jetzt möchte ich gerne tatsächlich, dass hier hin und wieder so... Was will er jetzt? Abbruchreif. Warum Abbruch? Ach, egal. So. So, und die hatten wir jetzt zwei Slots. Die würde ich jetzt hier auch nochmal hinbauen. Mal ganz kurz gucken. So. Eins.
Obwohl, hier würde ich tatsächlich gar nichts mehr hinbauen. Aber trotz alledem hier wieder eine Einfahrt beziehungsweise auch ein Kreisel. So. Also, dass man ein bisschen mehr Platz zwischen den Kreiseln hat, das wäre jetzt so, oder ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Einfach, dass man ein bisschen mehr Spiel hat. So, das macht man weg. Das machen wir weg. Hier ist oder so nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Hier wird noch was sein. Nee, auch nicht. Hier? Okay, ich darf mich entscheiden zwischen Ampel und Dingsbums. Ist das sinnig? Hm. Okay. Gut. In einem Unfall verwickelt. So, aber was machen die zwei eigentlich jetzt hier oben? Ich weiß das immer noch nicht so ganz genau. Aber irgendwann wird sich das schon rausstellen. Angestellte 41. Okay. Also sehen tue ich hier noch kein Getreide. Aber ich sehe Autos hier hin und her fahren. Ich glaube, das ist was Gutes. Okay, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.